Okay, wir haben noch 4 Packs. Ich brauche zumindest mal ein Walkout EA. Machen wir, ja, Sand und Gold Pack. Come on, EA. Ist wieder kein Walkout. Ja, das wird ja richtig teuer, Mann, dann gleich. Uff, außer hier kommt jetzt mein dicker Walkout jetzt, EA, komm. Wahnsinn, wie schlecht meine Packs sind, ne? Das meine ich ja, davon habe ich geredet. Mané? Oh, 89er Mané? Diesen sogar. Nichts gesagt, sogar diesen das Pack. Und ein Walkout Sterling, Alter. Okay. Das nehme ich zumindest mit, das geht ja noch. 25k. Das kriegt man in 5 seltene Spieler, 83 plus einer garantiert. Leihspieler. Und das war's, glaube ich, schon, ne? Ja. Okay. Und ein Token, ne? Ja, den Token kriegen wir auch noch. Okay. Open this shit. Ja, natürlich da nichts drin, aber it is what it is. Es ist ein 84er Trippier. Wenn ihr mir hier noch was gönnt, maybe, maybe, Chat, maybe, maybe, vielleicht kommt da noch was jetzt. Komm. Ja, yeah, ich wusste es, Chat. Ah, Mann, warum? Digga, ich brauch so viel Coins, warum, Mann? Ey, warum machst du sowas, EA Sports? Digga, ich gebe gerade mein ganzes Leben für diese scheiß SBC ab und dann könnt ihr mir nicht mal einen 100k-Spieler gönnen. Why you fucking do this shit, man? Okay, dann haben wir auch den Stoiker fertig gemacht, Chat. Zwar 450k bezahlt. But. Ja, ein bisschen Content für heute. Weil wir. Bei einem FIFA-Teil, wo FIFA mir noch wichtig ist, würde ich das, glaube ich, niemals machen, da ich 450k bezahle, aber. Irgendwie juckt mich das nicht mehr, dass ich jetzt Coins verschwende. Deswegen, whatever. Hoffentlich haben wir eine geile Karte jetzt gemacht und gehen jetzt damit in die Weekend League dann. Sieht cool aus, die Karte auf jeden Fall. Okay, gehen wir in die Weekend League rein, Chat. Wir stehen, für diejenigen, die es noch nicht wissen oder nicht mitbekommen haben, wir stehen leider 6-3. Läuft momentan nicht so gut, muss man sagen. Deswegen, nach, glaube ich, 2-3 Wochen nicht mehr auf der PS4, gehen wir heute mal wieder auf die PS4. Ich habe gesehen, bei Nepenthes, der ist auch auf die PS4 gewechselt. Und ja, wir gucken mal, wir checken es mal ab, Jungs. Momentan für mich beide Versionen sehr, sehr schwierig. Wir haben ein richtig cooles Team gebaut. Ich werde auch mein Bestes geben jetzt. Vielleicht kann auch sein, dass wir später auf die PS5 wieder switchen. Aber wie gesagt, ich gebe heute mal die PS4 mal eine Chance wieder. Und das ist das Team. Ja, sehr viele neue Spieler. Wir haben Koundé, wir haben Hakimi, wir haben den neuen hier El Yamek von der Duo-Dingsbums-SBC. Kostet auch 60k, nicht günstig. Wir haben Guendouzi, wir haben Petri, wir haben Rodrigo, wir haben David erspielt, wir haben den guten Bauern Moments World Cup hier nochmal am Start und wir haben den Stolper gemacht. Also sehr viele neue Karten. Unser Bestes gegeben für den. Das war, ist ja kein Non-Tent, aber momentan ist irgendwie FIFA. Irgendwie stagniert das gerade ja, mit FIFA, aber ja, wir geben unser Bestes und gucken, ob wir noch was reißen können. Okay, gucken wir mal sein Team an. Erster Gegner. 6-3 sollte jetzt kein starker Gegner kommen, aber das Matchmaking momentan ist ein bisschen verbuggt. Dumfries, Mascherano, Mini. Okay, das ist echt machbar. Guter Pass, das war gut gemacht. Verbuggt Tor hätte er haben müssen von ihm. Gibt auf, glaube ich. Hä, hey, der gibt auf. Oh. Der gibt auf. Take it. Frog FC. Alter, mit Painzen, Alter, im Hintergrund. Okay. Smolarek, die Natale. Okay. Buffal hat er. Digga, was ist denn das? Beste Junge PS4, oder was? Digga, wie geil ist die PS4, Alter? Da haben wir gar keinen Stress. Ehrenmann hier. Legacy United, Digga. Grüße gehen raus. Ja, dran muss Barry Time FC. Okay, gucken wir mal. Nächster Gegner. Puyol und Cafu hat er mitgenommen mit den Token. Jesus, Kevel, Moyetus und Keen. Und er hat einen Ake mitgenommen, Alter. Der hat gar keine Packs mitgenommen. Hätte er gefühlt nur Spieler mitgenommen mit den Token. Krass. Digga, deiklich. Ein zweiter. Komm, Stoikov, jetzt. Baby. Was war das denn? Hey, was war das denn, Chat? Das war so schlecht von mir gemacht und hat geklappt. What the fuck? Das ist der Dein-Glitch, den ich kenne von früher.
Oh, das geht aus, korrekt. Hier gucken wir mal. YouTube Mixschick 61. Zeig mal. Köhler, Desai, Guru, Bergwein, Berghus. Ah, also ein Holland-Fan, oder was? Goretzka hat er auch, Alter. Ich hoffe, untrade. Komm ich den Stürmer noch mit. Ah, so ein Abfucker, ey. Was brauchst du hier? Stoikov vielleicht. Hast du eine Lösung für mich, Stoikov? Du hast eine Lösung für mich. Stoikov hat die Lösung. Okay. Hä? Ey, du geil. Was? Ey, das Spiel ist so schlecht, Digga. Habt ihr das gesehen? Mein Mann, Donnarumma einfach AFK. Ey, wenn ich jetzt ein Tor kassiere, Mann. Ey, einfach AFK, der Junge, ey. Was ist das für ein schlechtes Spiel, Mann? Mann, Alter! Komm, Petri. Ben, Petri. Lost the fucking ball, ey. Macht der da? Der soll nicht schenken, Mann. Der soll nur mal... Was macht der da, Chat? What is he doing? Das Elfmeter schießen dann. Okay, let's go. Good luck. Ah, ich bin der Elferkiller, hätte es nicht machen sollen. Ich bin der Elferkiller, Bro. Okay, nice one, nice one. I'm too good. So, ich finish? I finish this game, komm. Oh no, oh fucking no! Schicken nach Hause, okay. Sorry, Bro. Dame, wie heißt denn der Megis? Jarab, der Jarak. Jarab oder Jarak? Keine Ahnung, auf jeden Fall nächster Gegner. Wir sagen nochmal Grüße an den einen Kollegen eben. Streamer-Kollegen, der korrekt war. Oh, was ein krasses Team, der Miera. Hier und durch. Was ist das hier? Stoikov. Gut gemacht, Stoikov. Oh, geile Beweglichkeit gewesen. Schade. Wow, A-Train. Der billige sogar noch, ey. Komm jetzt. Boah, dieser David ist so schlecht, ne? Komm, Stoikov, stark gemacht. Und da ist er Finish. Der dieser David ist so schlecht. Smolarik, jetzt komm. Der ist grün. Perfekt. Mann, ich stehe doch da. Ich verstehe nicht, warum die einfach schießen können, wenn ich dann genau daneben stehe. Uff, Glück gehabt, Alter. Deswegen Ebru habe ich die Übersteigerung im Kopf gehabt für den Speedboost. Okay, links Gold. Alter, dann nur fast gefühlt Heroes. A-Train hat er halt, ne? Das, allein das reicht schon, um die fertig zu sein mit A-Train. Uff. Digga, ich stehe so offen genau dran, Alter. Wie kann er da zum Schuss kommen? Und dann geht er auch noch rein, Alter. Oder ständiger Druck, irgendwas ist sowas drin mit Abseitsfalle, ey. Wahnsinn, Alter. Gerd Müller, Zola, Paris-Abwehr, okay. Wake up, man. Look, wake up, Bro! Ich sag noch, wake up, die schlafen noch mehr, Alter. Ich sag, wake up, die schlafen alle noch mehr, Alter. Finally! Geht doch was hier. Wake up jetzt, ihr können Wichser. Wake up, wake up.
Die verstehen alle meine Flanken und Pässe nicht hier, ey. Alter, dann gefunden einen geilen Wappen, Alter, mit Doppeldrache. Schweiniföller. Papierenrot. Ja. Starker Kimi, man. Solo-Leistung, sehr stark. Noch nicht, Digga. Warum bin ich hinten so offen immer? Ich raff das nicht, warum ich hinten so offen bin, Chat. Ich weiß, wie ich das. Ich muss die Abseitsfalle einbauen, ey. Digga. Kondé, was machst du denn? Kondé ist so weak, man. Warum macht denn keiner von denen was? Ich lasse auch mal ein bisschen CPU-Verteidigung, bringt nichts. Wenn ich manuell drauf will, bringt nichts. Ich weiß gar nicht, wie man verteidigen muss. Auf einmal der weil mit der beste Verteidiger in FIFA, Alter. Mit manuellen Verteidigen. Und auf einmal bin ich einfach. Weiß ich nicht mehr, wie man verteidigt oder was? Come on, ey. Okay, last try, müssen jetzt 3 gewinnen auf der PS5. 3 von 3 müssen wir jetzt gewinnen auf der PS5, sonst ist es over, man. It's unbelievable, man. Ich krieg meine Spiele nicht an. Look, I'm trying, Chad, I'm fucking trying. Giroud überläuft mein Spieler, ey. Meter. Er hat mich schon kaputt gekrätscht. 11 Meter schießen. Whatever. Damn fucking whatever, man. I actually cannot be ass. Die Flamme ist leider erloschen, Jungs. Die FIFA Comeback Schwitzer Flamme ist bei mir langsam erloschen, Chat. Leider muss ich sagen, die erlischt mehr und mehr. Jedes Mal, jedes Wochenende, dass ich dieses Spiel spielen muss, erlischt mehr. Das ist nicht mehr, ich bin nicht mehr der wie früher. Ich habe früher jedes Spiel, egal welchen Rang, bis zum geht nicht mehr gekämpft, aber die Flamme ist langsam tot. Man muss die Realität mal ins Auge sehen. Schnelle Teambewertung. Die IVs waren anfangs sehr stabil und dann weiß ich nicht. CPU haben die nichts gemacht, Digga. Wer kann an mir gelegen haben oder an wen, weiß ich auch nicht. Die machen einfach nichts, Digga. Die stehen da, die lassen die Leute vorbeilaufen. An sich, Koundé hat auf der PS4 zumindest richtig gut gekämpft in den meisten Spielen, aber oft standen die einfach und haben nichts gemacht. Ich habe versucht, da auch manuell was zu retten, aber ging nicht viel. Hakimi war sehr nice, muss ich sagen, hat mir gefallen. Für den Preis vielleicht nicht, der wird safe noch, je nachdem, was für Spieler noch kommen, eigentlich günstiger werden. So, wenn du einen Cuadrado hast, reicht das, ne? Gut, aber ich finde ihn vom Komplettpaket ein bisschen besser nochmal. Ein Allrounder, bei ihm ist so, der ist offensiv stärker und dafür ist er ein bisschen defensiv stärker, aber der kann auch offensiv viel. Petri war für mich eine Enttäuschung. 5 Vorlagen hat er trotzdem gemacht, ja, die Pässe, muss ich sagen, ist auch das einer der wenigen Sachen, die ich hervorheben muss. Pässe, diese L1, R1 Pässe, generell Pässe, traumhaft. Aber vorne habe ich ihn kaum gesehen, kaum Runs gemacht, obwohl er hoch arbeitet. Defensiv leider mir ein Ticken zu schwach, Digga. Sein Körper ist sau schwach, wird immer weggedrückt. Auch wenn du am Ball bist, du willst irgendwie was machen, du wirst einfach weggedrückt. Der Wahnsinn. Guendouzi, sehr, sehr gut. Besonders für den Preis.
Hat mir alles gut gefallen, eigentlich Tackling, Stellungsspiel, Beweglichkeit mit und ohne Ball, Pässe. Außer eine Sache, die hat mir nicht so gut gefallen, das war sein Pace. Der könnte ein bisschen schneller sein können, hat leider die Laufduelle meistens nicht gewonnen. Der hat sogar Meter verloren gegen die meisten Spieler. Die meisten Spieler haben halt dann Mbappé, Adrian und sowas. Klar, aber wir, da, trotzdem, wäre er ein bisschen schneller, würde er mir noch mehr gefallen, dann würde er aber wahrscheinlich mehr kosten, aber Preis-Leistung hat er mir gefallen. Rodrigo, ja, wie so ein, ich würde sagen, spielt sich wie OTW Sterling, so nichts Besonderes, so ein kleiner Flitzer, ja, der ein bisschen gut sich bewegen kann, 4-4. Nothing Special, würde ich nicht für den Preis kaufen. David war absolut mild, Alter, Zero-Torbeteiligung, das ist eigentlich schon traurig, also wird wahrscheinlich in der nächsten SBC landen. Deichlich, auch noch im Schatten seines Selbst, muss ich sagen. Der war so krass für, hat alles reingemacht, war so schnell, einfach auch noch NPC, einfach nur Standardkarte geworden, der halbwegs gut schießen kann, aber nicht mehr. Deswegen habe ich auch schon gewundert, wie kann ein Deichlich nur 600.000 kosten? Digga, der ist nicht mehr derselbe, er ist nicht mehr Bauer, er ist nicht mehr der Mr. Bauer von früher, er ist einfach noch Mr. Deichlich. Sad. Auch eine LTG-Linde verloren. Und Stoikov, ja, ist okay. Also ich sehe seine Stärken, aber ist kein Endgame-Spieler. Wenn du viel Untrade hast und weißt nicht wohin, du willst keine Gamble-Packs machen, kann man den mitnehmen. Fühlt sich halbwegs schnell an, geht aber mehr Pace, A-Trade zum Beispiel schneller. Pässe, muss ich sagen, sind richtig geil. Die Schüsse sind auch ganz gut mit dem linken Fuß. Tripping ist auch sehr, sehr geil. Körper ist auch ganz solide. Ist halt nicht der größte Spieler, also Flanken wird schwierig. Ist jetzt kein Ronaldo. Ich würde sagen, es gibt die Elite-Icons und der ist eins drunter. Kannst du mitnehmen, ist aber kein Endgame-Spieler. Wenn du alles bezahlen musst wie ich oder fast alles bezahlen, hol einfach A-Train, der ist 10 Level tut besser. Okay, let's go. Oh, Kimmich? Bin ich sogar zufrieden. 89 Rating Kimmich sind 40k. Bin ich zufrieden. Vielleicht kommen ja morgen die Hero SBC, wie manche vermutet haben. Und dann nehme ich, glaube ich, sogar Ruben Dias, weil der Mehrwert ist. 30k, ja. Die Kera, wenn ich spielen will, kann ich ihm kaufen. Ich hole Ruben Dias für Futter mit. Falls morgen, wie gesagt, die Hero SBC kommen, habe ich mal 70k jetzt gespart. Und dann nochmal ein 85er. Alright. Okay, 3 Packs haben wir noch. Rotri, 87er. Diesen, 125er. Mané. Das ist Mondi. Nicht das, der beste Workout, aber I guess you take it. 13k. Schauen wir mal. 5x83. Keine Schwächekarte. Das ist aber nur ein Oblack, Digga, was sehr, sehr gut ist. Ist nicht mal so schlecht. Ich bin aber zufrieden mit meinen Rewards. Viel Futter bekommen. 40k ist. Kann man nicht meckern. Rewards waren top. Für 11 Siege. Für 11 Siege ist es absolut top, die Rewards.